Ja, hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Und wie ihr schon am Titel gesehen habt, ist es heute mal etwas weniger Erfreuliches, zumindest für mich oder auch alle anderen, die hier in der Community Videos erstellen und sich Mühe geben und Zeit opfern und hobbymäßig ihren Feierabend, ihre freie Zeit aufbringen, um euch mit Videos zu unterhalten. Ja, und zwar, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Christodoro ein Video gemacht, circa 30 Minuten, indem er ja seinen Ärger Luft gemacht hat, möchte ich sagen, und einmal rigoros und gnadenlos alles angesprochen hat, was hier so falsch und merkwürdig läuft. Und dann hat er gefragt, ob nicht andere auch noch ihre Meinung dazu abgeben. Und da ich auch im Video genannt wurde, möchte ich natürlich sehr gern auch hier einmal meine Meinung dazu abgeben. Und ja, ich würde sagen, fangen wir direkt an. Er hat direkt angesprochen das Problem mit zum Beispiel blöden Kommentaren. Mit irgendwelchen Fragen, die völlig sinnlos sind, habe ich jetzt zum Beispiel selber gehabt bei meinem 1000-Abonnenten-Gewinnspiel. Da, ja, sagt man im Video 4, 5, 6 Mal, wann das Gewinnspiel ausläuft, bis wann es geht, was man machen muss zum Teilnehmen, wie es funktioniert. Ich glaube, ich habe im Abspann sogar noch so scrolltextmäßig das alles aufgeschrieben, von wegen, wenn euch das zu so schnell ging, hier ist nochmal alles, was ihr machen müsst. Dann hätte man nur das Video dann pausieren müssen, Step 1 erledigen, warten bis Step 2 kommt, Video pausieren, nächsten Step erledigen. Ja, scheinbar ist das wohl auch nicht so ganz, hat das nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, da einige leider ja selber das nicht verstehen, beziehungsweise das Video vielleicht auch nicht bis zum Ende gucken. Großes Problem sehe ich da auch bei zum Beispiel jetzt meiner Verlosung von Damnation oder bei Chris mit dem WWE Allstars. Ja, man soll eigentlich nur einen Kommentar schreiben, bei mir ist es, ich möchte gewinnen. Einfach nur, ich möchte gewinnen, ohne Punkt, ohne Komma, ohne Smiley, ohne Ausrufezeichen, ohne ich möchte gerne gewinnen oder ich will unbedingt gewinnen. Ja, nur ich möchte gewinnen und auch alles klein. Meinetwegen das Ich groß, denn ja, einige schreiben gewinnen auch groß. Das ist dann grammatikalisch fragwürdig, möchte ich sagen. Selbst das bekommen einige Leute leider nicht gebacken. Ja, da fasse ich mir an den Kopf, da frage ich mich wirklich, wie das sein kann. Ich meine, man verlost was, man setzt sich hin. Und schafft Gewinne ran, jetzt auch das 1000-Abonnenten-Gewinnspiel, man schafft Gewinne ran, man schreibt wirklich unfassbar viele E-Mails und steht mit Firmen in Kontakt, versucht die von seiner Idee zu überzeugen. Bei einigen geht es schneller, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Das ist alles Zeit, die man investiert, die, ja, für die einen keiner bezahlt, oder was heißt bezahlt, für die keiner einem irgendwann dankt. Ja, und stattdessen bekommt man noch einen reingewirkt, von wegen, ja, was fällt dir ein, so einen Scheiß zu verlosen? Oder dann bei mir beim 1000-Abonnenten-Gewinnspiel, von wegen, ja, du hast ja total beschissen in der Verlosung. Oder ja, das haben total viele berühmte Leute nur gewonnen. Ja, ich meine, da waren, ich glaube, 4 Leute, also zum Thema berühmt komme ich gleich noch, ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, da waren, ich glaube, 4 Leute bei, die in Anführungsstrichen größer sind auf YouTube. Und ich glaube, es waren um die 30 Gewinne. Ganz genau ausgerechnet habe ich es mal. Ich weiß, das waren 12% der Gewinner. 12% waren in Anführungsstrichen große oder bekannte YouTuber. Das heißt 88% müssen ja das Gegenteil sein, das heißt völlig unbekannte irgendwelche Leute, die halt hier in der Community sind. So viel zum Thema, ja, ich gebe nur großen Leuten was oder ich habe beschissen. Wie Chris schon sagte, was habe ich davon? Ich verlose irgendwas an irgendwelche wildfremden Leute, die ich nicht kenne, die ich wohl auch nie kennenlernen werde. Ja, und dann gebe ich das nicht einem Wildfremden, sondern dem anderen. Ja, was habe ich davon? Was habe ich davon? Fragt euch das mal, bevor ihr schreibt von wegen, ich würde irgendwie bescheißen. Ja, so viel zum Thema da. Dann glaube ich, ist das riesengroße Problem in der Community, dass allgemein die Leute immer jünger werden. Wenn man das hier sieht, wie einige dabei sind und natürlich darf jeder auf seine Art hier Videos machen, das stelle ich gar nicht in Frage. Nur wenn man sieht, wie einige 12, 13, ja teilweise Jüngerjährige mit ihren Handykameras da stehen und ja, weiß ich nicht, von sich behaupten, ach, ich bin cool, seht mal hier, ich habe mir Crysis 2 gekauft oder irgendwie Dead Space und das ist total gruselig, aber ich bin alt genug und kann das ab. Ja, dann ist das natürlich schon eine gewisse Basis für Leute, die halt nicht vernünftig zuhören. Ich will da niemanden jetzt persönlich angreifen, das ist einfach, natürlich gibt es auch in jeder Regel eine Ausnahme. Nur das fällt mir zumindest auf, dass die Leute immer jünger werden und ja, die Gesellschaft wohl allgemein nicht mehr dazu neigt, großartig aufzupassen. Oder sich mit irgendwas mal zufrieden zu geben. Dann kommen wir zu Kommentaren bzw. Kritik, die gestellt wird von wegen irgendwelche Zwänge, die an eingestellt werden. Zum Beispiel kriege ich jetzt ganz oft, ja, jetzt bist du ja YouTube-Partner, jetzt musst du dir eine neue Kamera kaufen. Deine Videoqualität ist scheiße, du bist ja Partner, mach mal vernünftig, kauf dir mal eine vernünftige Kamera. Ich muss erstmal überhaupt nichts.
das darf ich selber entscheiden oder bin ich der Einzige, der zu entscheiden hat, wann ich mir irgendwas Neues kaufe. Ich bin mit der Kamera, so wie sie ist, absolut zufrieden, direkt völlig aus. Das ist, ja, für einige, die es nicht wissen, ist sogar nur eine Webcam, also eine Logitech C270, glaube ich, ist das. Macht 720p Videos, reicht mir völlig aus. Ich brauche keinen 300, 400, 500 € HD Camcorder hier mir kaufen für irgendwas, zumal ich das Geld auch gar nicht dafür habe und auch der Wille, wie gesagt, gar nicht da ist, mir sowas zu kaufen. Deswegen, ja, gibt es überhaupt keinen Zwang oder gar keinen Grund zu schreiben, du musst, du musst, du musst. Und ich muss auch nicht irgendwie, wie jetzt ganz oft kommt, wenn ich montags das nicht schaffe oder montagabends erst das Barbo hochlade oder erst das schaffe zu machen oder im schlimmsten Fall Dienstag erst, dass da ganz oft Kommentare kommen oder Nachrichten kommen, sofort um 15, 16 Uhr schon am Montag. Ja, wo bleibt das Barbo? Du bist viel zu spät. Und ja, wir warten schon und zu spät, zu spät, zu spät. Ja, oder wenn es dann am Dienstag mal kommt, du bist ja einen Tag zu spät. Ich bin überhaupt gar keinen Tag zu spät. Ich meine, ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich es zusehe, das jeden Montag zu machen. Da ich allerdings auch neben YouTube noch ein Leben habe und auch noch genug so um die Ohren habe und sich das in einer Woche bei mir sowieso privat alles ändert, bin ich überhaupt nicht gezwungen, irgendwas ständig einzuhalten. Ich bin nicht die Bahn, die nach dem Fahrplan fährt. Ich betreibe kein Busunternehmen und ich bin auch nicht irgendwie Fernsehsender, der an irgendwelche Zeiten gebunden ist und die irgendwie rausgibt. Das heißt, ja, wenn das mal Dienstag kommt oder mal eine Woche gar nicht, dann ist das so, dann hat das seine Gründe. Ja, und dann gibt es keinen Grund, da irgendwie zu sagen, du musst, du musst, du musst oder dann pissig zu sein. Ja, es ist immer noch meine Geschichte und wenn ich meinetwegen auch montags Zeit habe, aber einfach keine Lust dazu habe, was hilft euch das denn, wenn ich total unmotiviert da stehe und dann mein Senf darunter leier? Ja, damit ist, denke ich, auch keinem geholfen. Dann kommen wir zum nächsten Thema, den ich mir aufgeschrieben habe, und zwar Stars. Ja, habe ich nur mehr aufgeschrieben als Schlagpunkt. Viele Leute glauben wohl irgendwie tatsächlich, dass man hier, wenn man auf YouTube, ich sag mal, weiß ich nicht, 1000 Abos plus hat, irgendwie total, oder wenn man YouTube-Partner ist, auf einmal total berühmt ist und totaler Schnösel und so weiter und so fort. Das haben auch schon zum Glück die anderen hier gesagt, Chris und Danny und wie sie heißen, dass man hier überhaupt kein Star ist. Man ist ein Typ wie jeder andere. Ja, man ist überhaupt nicht ansatzweise auch nur irgendwie berühmt. Also mich hat noch nie irgendwer darauf angesprochen, ey, wenn ich durch die Stadt gehe, ey, du bist ja der Typ aus YouTube. Und ich bin mittlerweile durch Berlin, durch Hamburg und sonst wo gelaufen. Ja, berühmte Leute, denke ich, werden an jeder Straßenecke angehalten. Also so viel zum Thema berühmt. Es wird auch, wie Chris auch sagt, oder was er hatte, von wegen 50 Autogrammkarten. Ja, das denke ich, ist völlig ja am Ziel vorbei. Und man natürlich, ich bin auch immer vorsichtig mit so Begriffen wie ich bin Fan von dir oder sonst was. Natürlich freut man sich, wenn man eine Nachricht kriegt oder einen Kommentar von wegen schönes Video, hat Spaß gemacht zu gucken. Aber da muss das auch irgendwo aufhören. Also man ist, wie gesagt, keine Person der Öffentlichkeit oder sonst was, wie man das nennen kann. Ja, man ist einfach nur ein ganz normaler Typ, der Videospiele mag, der Lust hat, Videos zu machen, Spaß dran hat. Ja, und das ist alles. Also, und wie der Norm gesagt hat, wir kochen alle mit Wasser. Ja, und benutzen alle das gleiche Toilettenpapier. Also so viel zum Thema, man ist irgendwie was Besseres. Und dann auch diese YouTube-Partnergeschichte, was ich ganz oft gehört habe, wo ich Partner wurde und ganz viel PNs gekriegt habe und mich mit einigen Leuten wirklich ausgiebig diskutiert habe, von wegen, sobald man Partner ist, wird man scheiße, die Videos sind scheiße. Oder allgemein werden nur Leute, die scheiß Videos machen, Partner. Dazu kann ich nur so viel sagen, dass YouTube das völlig scheißegal ist, wer Partner wird. Dem geht es nur darum, Geld zu machen damit. Und wie macht man Geld? Indem der Kanal funktioniert, indem er viele Klicks bekommt. Und das ist alles, worauf YouTube achtet. Die achten nicht darauf, ob die Qualität Mist ist oder ob er nur in HD-Videos macht oder ob er irgendwie mit einer alten VGA-Kamera Videos macht oder nur Standbilder zeigt. Das ist YouTube völlig scheißegal. Denen geht das nur nach Videoaufrufen und dem Marketingpotenzial, das der Account hat oder der Kanal hat. Und wenn das nun mal gegeben ist, dann macht YouTube einen zum YouTube-Partner. Und dann hat man die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das ist ja nicht so, dass man da auf einmal reich wird, sondern das läuft so ab, dass die Werbung ja geschaltet wird und man selber als Partner nur einen Bruchteil von dem Geld kriegt, was YouTube damit verdient. Das heißt auch Umsatzbeteiligung, weil man nur ja, lasst mich nicht lügen, 20% oder so, ich glaube, viel mehr ist das nicht, am Umsatz beteiligt wird, damit gemacht wird. Und ja, einige haben mir, letztens hat mir einer geschrieben, von wegen, ja, wie viel Geld verdienst du denn? Ich schätze mal so 30 bis 60 € pro Video. Ja, ich meine, man verkauft den Scheiß doch nicht an YouTube, sondern ja, man verdient deutlich, deutlich weniger, als viele Leute denken. Und man muss 70 € bekommen im Monat, damit man dies ausgezahlt kriegt.
Ja, und das bei einigen ist es wirklich eine lange Zeit, die es dauert, bis diese 70 € voll sind. So viel kann ich vielleicht sagen, ohne da konkret Beträge nennen zu können. Deswegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist mit den Klicks, dass die Community ganz alleine selber entscheidet, wer YouTube-Partner wird. Das heißt, wenn die Leute sich nun mal nur Scheiße angucken oder nur von einem Typen, der die ganze Zeit nur ein Standbild im Video hat und oder was weiß ich, was erzählt, aber die Leute gucken das, dann wird der YouTube-Partner, weil die Community sagt, das ist toll. Und wie gesagt, YouTube ist das völlig scheißegal, was für einen Inhalt er macht. Ja, so viel vielleicht zum Thema, nur Mist wird YouTube-Partner oder YouTube macht nur Leute, die scheiße sind dazu. Ja, die Community, ihr habt selber Schuld, wen ihr zum Partner macht. Das sind genau die Leute, die ihr euch anguckt. Also so kann man das, denke ich, zusammenfassen. Und damit wären wir dann schon direkt beim nächsten Thema, von wegen, was wir letztens hatten. Ich denke mal, da darf ich den Danny vielleicht nennen, von wegen, ja, und ich spreche mal richtig Deutsch. Das wurde dem Ducky RG vorgeworfen, er kann ja kein richtiges Deutsch. Da habe ich mir nur gedacht, Leute, das ist, erstmal ist es doch völlig Wurst, und wenn es einfach nur sein Videostil ist, wenn es einfach nur seine Art ist, meinetwegen, oder von irgendjemandem die Art ist, jedes dritte Wort falsch auszusprechen, oder jedes zweite Wort ein I am Ende, oder was weiß ich, dann natürlich klingt das vielleicht für jemanden, der so penibel oder Deutschlehrer ist, oder so ein Schnösel, klingt das merkwürdig, aber wenn es einfach die Art ist, seine Art Videos zu machen, ja, dann akzeptiert das und schaut es euch an, wenn es euch gefällt und macht euch doch nicht noch die Mühe und guckt euch das Video, oh, Entschuldigung, guckt euch das Video am besten bis zum Ende an, lasst noch einen Kommentar da, beziehungsweise schreibt ihm noch eine PN und verballert eure Zeit noch da drin, euch nur aufzuregen über den. Ich meine, da seid ihr doch selber denn nicht, ja, Entschuldigung, aber nicht ganz dicht, wenn ihr jemanden scheiße findet, aber euch noch ransetzt, und um den noch fertig zu machen oder eure Kritik loszuwerden oder noch am besten ein Video macht, wo ihr die Leute angreift. Das ist doch, ja, für mich geht das nicht in meinen Kopf rein, warum Leute sich noch die Mühe machen, wenn sie was scheiße finden, das, ja, noch breitzutreten oder den Leuten das noch großartig wissen zu lassen. Ja, dann klickt das Video weg, guckt euch was anderes an, deabonniert ihn, wenn die Videos euch nicht mehr gefallen oder sonst was. Es zwingt euch ja auch keiner zum Abo. Deswegen, wo viele immer mit drohen, ja, ich deabonniere dich jetzt. Ja, dann mach das doch. Das zwingt einen ja keiner, irgendwas zu gucken. Und wie gesagt, was der Norm auch schon sagte, Abos sind völlig Wurst. Es geht allein darum, den Spaß an der Geschichte und ob ich nur ein Abo oder 10 oder 1000 oder 20.000 habe. Ja, das ist mir persönlich, ist das egal. So, dann kommen wir zum Thema oder zum Problem ganz allgemein der Community, wie ich finde. Und zwar diese Unpacker-Geschichte. Das ist ja, etwas, wo wir vor langer Zeit schon mal eine Diskussion hatten, von wegen Unpacking sinnvoll oder nicht. Leute, einige nehmen das vielleicht, glaube ich, ein bisschen zu ernst. Wir packen Spiele vor der Kamera aus. Wir entfernen eine Folie, sagen was zum Cover, machen es auf, zeigen die CD, blättern durchs Handbuch, fertig. Das ist nun wirklich nicht das, was viele glauben, weil viele machen das irgendwie so zur Wissenschaft. Oder dann kriege ich ab und zu Nachrichten von wegen, ach, ich will damit auch anfangen, gib mal ein paar Tipps. Ja, wie gesagt, es ist keine Wissenschaft, ein Spiel vor der Kamera auszupacken und drei Worte dazu zu sagen. Ja, deswegen, einige sollten da vielleicht mal den hinterfragen. Natürlich darf man den Sinn in Frage stellen von so Geschichten. Und ich selber finde auch von normalen Spielen Unboxings eher fragwürdig, weil, ja, große Überraschung ist ja eh nie. Hülle, Handbuch, CD. Aber von so Collector's Editions, da denke ich, sind wir uns alle einig, macht es absolut Sinn, da drauf einzugehen und zu sagen, was da drin ist und ob das wertig verarbeitet ist und so weiter und so fort. Eine eigene Meinung vielleicht, ob sich das lohnt, Summe X mehr auszugeben für so eine Collectors-Version. Ja, nur wie gesagt, den Sinn in Frage stellen kann man auch bei allem anderen. Da gibt es so viele Sachen, wo du den Sinn in Frage stellen kannst. Diese Beauty-Kanäle tun die Not. Tut das Not, dass da irgendwer steht und ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Musikvideos, man will doch die Musik hören. Und warum muss ich dann auch noch vom Fernseher sitzen, um mir ein Video zu angucken, wenn ich doch nur die Musik hören will? So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man kann den Sinn bei allem in Frage stellen. Leute gibt's, die mögen das, die gucken das. Und wenn es euch nicht gefällt, guckt's halt einfach nicht. Ja, so einfach kann das sein. Und einige machen sich das so schwer und verderben halt einem ein Stück weit den Spaß an der ganzen Geschichte. Ja, und das ist so ziemlich alles, was ich sagen wollte. Was habe ich denn noch? Ja, dumme Kommentare und PNs habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ja, das ist soweit spontan alles, was mir einfällt. Ich hoffe, ich habe das alles ein bisschen angesprochen. Ich hoffe, das war verständlich. Ich habe mich, wie gesagt, relativ wenig. Ich habe mir hier drei Worte aufgeschrieben und dann da versucht, ein bisschen was zu sagen. Vieles hat sich so ergeben.
Ja, wäre schön, wenn die Leute, bevor sie einen Kommentar schreiben, einfach mal drüber nachdenken. Einfach mal vielleicht auch die Arbeit dahinter sehen, was Chris ja auch schon sagte, dass hinter so einem Video unfassbar viel Arbeit teilweise steckt. Wenn man so ein Review macht, dann musst du dir erst die ganzen, wenn man mit Spielszenen das macht, muss man erstmal die Spielszenen zusammensammeln, dann den ganzen Scheiß schneiden, dann die irgendwie sinnvoll aneinander ordnen, dir einen Ablauf ausdenken, was du da ansprechen willst, den Ablauf versuchen, mit den Spielszenen irgendwie sinnvoll zu verbinden, dass man nicht irgendwie was erzählt, ja, zur Grafik und dann zeigt man gerade irgendwie ein Hauptmenü oder so. Den ganzen Kram dann noch vertonen, das heißt, ja, da ein paar Sätze zu verlieren, sich da vielleicht ein paar Stichworte aufschreiben, das Ganze zusammenzufügen, zu rendern, hochzuladen und so weiter und so fort. Das ist teilweise wirklich ein Schweineaufwand, sich da hinzusetzen. Für jedes BAU, das kann ich vielleicht euch auch einmal sagen, sitze ich teilweise morgens um, ja gut, die letzten Wochen hatte ich jetzt viel Zeit, jetzt geht das am 15. bei mir auch wieder los, da habe ich dann auch weniger Zeit, muss ich gucken, wie ich das überhaupt schaffe. Habe ich teilweise mich um 11 morgens oder mittags vormittags hingesetzt und dann war das Video teilweise erst um 16 Uhr oben, wenn nicht sogar später. Das ist wirklich, viele verstehen das vielleicht auch gar nicht. Die sehen nur das Video, oh, BAU, 6 Minuten, also 6 Minuten Aufwand, gut, vielleicht 10 Minuten hochladen. Ja, nur das News raussuchen, aufschreiben, bisschen was an Text ausdenken und so weiter und so fort, dass das da alles mit reinzählt. Ja, das wird irgendwie nie so gewürdigt, dass man da deutlich mehr Zeit reinsteckt, als ja, viele das glauben. Und wie gesagt, wir machen das alle als Hobby, schrägstrich semi-professionell, wenn man das vielleicht so sagen kann, bei einigen. Keiner kann damit seinen Lebensunterhalt bestreiten. Alle machen das neben der Schule, neben dem Studium, neben der Arbeit. Ja, und dann ist es, wie gesagt, Freizeit, wo man sich auch auf der Couch setzen kann, Füße hochlegen, schlafen, mit Freunden was machen. Nein, stattdessen setzt man sich hier hin, macht das. Ja, und dann kriegt man die ersten negativen Bewertungen oder Kommentare, wo drin steht, oh, das passt mir alles nicht. Ja, und dann sitzt du dann da und fragst dich, du hast jetzt den ganzen Vormittag hier wieder gesessen, wofür machst du das eigentlich? Ja, und das ist, finde ich, eigentlich schon der Anfang, was Chris auch sagte, wo das anfängt, wenn man den Sinn hinterfragt in der Geschichte, dann ist es langsam kritisch. Und ich denke mal, wir sind in der Community an einem Punkt angekommen, wo viele überhaupt nicht nachdenken, was sie machen. Und es wäre schön, wenn sich das ändern würde, wenn man, bevor man einen Kommentar schreibt, ganz einfach nochmal in sich geht, nochmal überlegt, was schreibe ich jetzt, nochmal kurz dran denkt, was derjenige vielleicht mit dem Video bezwecken wollte. Und nicht einfach da seinen Scheiß rausschreibt von wegen, und dann auch völlig sinnlosen Scheiß. Ja, du bist hässlich. Oder du nuschelst. Oder ich kaufe dir ein neues Mikrofon. Ja. Ja. Das BAU ist 2 Stunden zu spät. Ja, habe ich letztens bekommen. Das BAU ist 2 Stunden zu spät. Ich habe nie eine Uhrzeit gesagt, wenn ich das hochlade. Also so viel zum Thema. Das BAU ist zu spät. Oder auch, ja, Sachen, irgendwelche blöden Fragen. Da komme ich jetzt noch mal zu, fällt mir gerade ein. Habe ich letztens bekommen, wenn ich was bei eBay kaufe, wird das dann zu mir nach Hause geliefert? Ja, da saß ich denn da und ich habe ihm zurückgeschrieben, nein, das kommt in ein Flugzeug, wird irgendwo über Deutschland abgeworfen und eine Woche später hast du eine Schatzkarte und kannst losgehen und suchen. Also sowas Bescheuertes, wird das dann zu mir geliefert? Ja. Und da erwarten Leute wirklich dann, dass man darauf antwortet. Ja. Mir fällt da gerade selber nicht so ein. Ja, ich hoffe, das Video war ein bisschen verständlich. Ich habe meinem Ärger so ein bisschen Luft gemacht. Ich würde mich freuen, wenn die Leute, die bis jetzt immer einfach nur Blödsinn geschrieben haben und überhaupt nicht nachdenken, jetzt vielleicht so ein bisschen Denkanstoß kriegen. Wenn ihr auch die Leute hinter den Videos ein bisschen versteht, dass man sich halt, wie gesagt, versucht, Mühe zu geben, das irgendwie in Anführungsstrichen qualitativ hochwertig zu machen, unterhaltsam zu machen. Ja, und dann in schöner Regelmäßigkeit vor den Bug geschossen kriegt, von wegen, dass doch alles schlecht ist. Ja, finde ich halt, gerade in Bezug auf mein Gewinnspiel vielleicht, das ist das krasseste Beispiel, finde ich das sehr unangebracht und ja, solche Leute, auf die kann man gut verzichten. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig, es sind knapp 19 Minuten geworden. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, in unserer Community. Hoffe, es hat vielleicht was gebracht, dass jetzt ein paar Leute dazu ihre Meinung abgegeben haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, auf Wiedersehen und lasst auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren da. Würde ich mich furchtbar drüber freuen, wie ihr dazu steht, was ihr davon haltet. Bisschen Feedback aus der Community selbst dazu. Natürlich, ich weiß, dass nicht alle so sind, wie ich das eben angesprochen habe, dass nicht alle blöde Fragen stellen oder nicht alle ständig da sich nur beschweren, sondern auch viele gibt, die das schätzen, was man macht. Und für die Leute persönlich mache ich meine Videos. Da gibt's ein paar Leute, von denen ich das ganz genau weiß, dass die sich drauf freuen und die das gut finden. Ja. Trotzdem, ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt halte ich mich kurz, jetzt beende ich das an der Stelle. Macht's gut, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss. 19 Minuten und 45 Sekunden. Auf Wiedersehen.